Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte gerne mit euch ein paar Ernährungstipps teilen. Das hier ist der erste Teil davon. Der zweite Teil kommt demnächst. Und zwar möchte ich mit euch einfach ein paar Dinge durchgehen, die es euch ganz leicht machen, eure Ernährung gesund umzustellen. Ohne viel Mühe, ohne viel Aufwand und ganz easy sozusagen. Wichtig für euch ist, dass ihr erstmal euch vornimmt, das Ganze Step by Step zu machen, also wirklich einzelne Stufen zu gehen. Nicht alles auf einmal umstellen, nicht von 0 auf 100. Bitte keine Null-Diäten. Generell am besten keine Diäten, denn es müssen sich Gewohnheiten ausbilden und die können wirklich nur Stufe für Stufe mit eingebracht werden. Deswegen gib dir da Zeit und nimm dir einzelne kleine Ziele vor. Denn die Ernährung ist ein langer Weg. Das möchte man nicht hören, aber die begleitet uns, wenn wir ehrlich sind, ja unser ganzes Leben. Wir essen jeden Tag 3 bis 6 Mal, je nachdem, und dementsprechend haben wir da ein Langzeitprojekt vor uns und müssen eine Möglichkeit finden, wie wir langfristig zusammenarbeiten können. Deswegen nimm dir vor, kein Kurzzeitteam, sondern ein Langzeitteam mit deiner Ernährung zu bilden und zusammenzuarbeiten auf eine gute Art und Weise. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen eine Möglichkeit, die sich für dich leicht und positiv anfühlt, damit es sich auch langfristig gut anfühlt. Also etwas, was für dich ganz angenehm ist und sich ganz natürlich anfühlt. Und dafür starten wir jetzt mit dem ersten Tipp. Dieser Tipp hat hauptsächlich einen psychologischen Hintergrund und du trickst dich damit ein bisschen aus. Als allererstes suchst du dir einfach eine Gemüse- und Obstsorte aus, die du liebst. Wirklich das Gefühl hast, die esse ich total gerne, da freue ich mich das ganze Jahr schon drauf. Jeder hat ja etwas, was er gerne isst. Wenn du das nicht liebst, dann zumindest irgendwas, was du gerne isst, wo du das Gefühl hast, das könnte ich einfach öfters essen. Da findest du bestimmt etwas und du nimmst dir eine Obstsorte, zum Beispiel Erdbeeren, und 2 Gemüsesorten vor, zum Beispiel Gurken und Paprika, also irgendwas, was du gerne isst. Und dann ist der Trick, dass du dir nichts verbietest, sondern sagst, ich esse einfach nur von diesen Dingen mehr. Also ich esse einfach mehr Gurken und Paprika und mehr Erdbeeren. Und dadurch hast du dir einen positiven Effekt. Das Gehirn hat nicht das Gefühl, dass du dir etwas verbietest, sondern das Gehirn hat das Gefühl, du bekommst etwas dazu. Also es ist positiv ausgelegt und dadurch gibt es auch nicht diese Blockade. Du gewinnst also etwas mit dazu und dadurch, dass du davon mehr isst, hast du weniger Hunger und du hast weniger Raum, um andere Dinge zu essen, also weniger Süßigkeiten und auch weniger Hunger darauf. Das ist der positive Effekt und du machst das wirklich ein bisschen länger, also 1 bis 2 Monate solltest du das Programm so machen, also wirklich diese 3 Obst- und Gemüsesorten einfach öfters essen, damit sich eine Gewohnheit entwickelt. Und da du dein Essverhalten ja die letzten Jahrzehnte dir so angewöhnt hast, wie es jetzt gerade ist, braucht es auch ein bisschen, bis du das wieder umgewöhnt hast. Also gib dir da ruhig 1 bis 2 Monate Zeit und danach startest du mit den nächsten Lebensmitteln. Dann nimmst du dir dein nächstes Projekt vor. Tipp 2. Dieser Tipp wird dir einfach vieles einfacher machen. Bist du auch ein Typ, der einfach viel zu wenig Gemüse zu sich nimmt, viel zu wenig gesunde Lebensmittel? Manchmal fehlt es daran, manchmal haben wir gar nicht genug Zeit, wir haben zu wenig eingekauft oder wir haben nicht die Zeit nach der Arbeit uns hinzustellen oder auch keine Lust uns hinzustellen, alles zu schnippeln oder wir wissen vielleicht auch nicht, welche Rezepte wir mit Gemüse und mit Obst machen können, dass wir da einfach genug zu uns nehmen können oder ja, wir haben einfach auch keine Lust, weil es einfach nicht so schmeckt zum Beispiel. Und da habe ich einen super Tipp für dich. Probier es mal mit Gemüsesmoothies in flüssiger Form. Das ist eine total tolle Möglichkeit, deine Nährstoffe zu dir zu nehmen mit möglichst wenig Arbeit. Das Tolle ist, es gibt so viele Geschmacksrichtungen. Du kannst fruchtige Shakes machen mit viel Obst drin, mit Milch. Die schmecken dann wie ein Milchshake. Du kannst alle Obstsorten mit einrühren, um wirklich auch einen süßen Geschmack zu haben. Was ganz Fruchtiges, dann schmeckt das fast wie Eis oder Fruchtjoghurt. Also es ist total variabel, auch gerade für Leute, die viel Süßes mögen, die gerne Eis mögen, gibt es da ganz, ganz viele schöne Varianten und tolle Rezepte. Oder für den Sommer ist es total klasse, so Eistee-Smoothies zu machen. Man kann Eiswürfel mit reinrühren, man kann frische Kräuter mit reinrühren, man kann das Ganze gekühlt dann trinken, sodass es wirklich total lecker ist. Also es gibt ganz viele leckere Rezepte. Schaut doch einfach mal im Internet und ihr könnt alle Geschmacksrichtungen ausprobieren. Es ist total variabel.
Auch für Schokoladenliebhaber oder Kaffeeliebhaber gibt es Smoothies, die mit Kaffee oder mit Schokolade gemacht werden, wo ihr dann wirklich auch alle süßen Geschmacksrichtungen abdecken könnt. Also egal, worauf ihr Hunger habt, ihr könnt damit wirklich alle Geschmacksrichtungen abdecken, von süß bis bitter, bis fruchtig, bis auch so ein bisschen cremig. Also es gibt so viele tolle Rezepte für alle Geschmacksrichtungen, die wirklich total variabel sind. Die Vorteile sind, dass es total schnell gemacht ist und du hast nicht mal einen Abwasch. Einfach nur abspülen und sauber ist alles wieder. Wenn du zu wenig Gemüse gegessen hast, kannst du so deinen Gemüsehaushalt auftanken und das liegt auch so total leicht im Magen, also du hast kein Tief. Wenn du wenig Zeit hast, geht es natürlich super schnell und es macht total satt. Du kannst alle Geschmacksrichtungen ausprobieren, egal worauf du Hunger hast und es sogar zum Mitnehmen fertig machen für die Arbeit. Du brauchst einfach nur einen Mixer, schmeißt einfach alles rein und schon ist es fertig, also es geht wirklich total fix. Was du noch brauchst, ist natürlich frisches Obst und Gemüse. Oder du kannst auch Tiefkühlobst oder Tiefkühlgemüse nehmen. Das macht dann sogar den Shake noch so ein bisschen kühler, was auch total lecker ist, so ein bisschen eisig. Und die Konsistenz ist dann natürlich so ein bisschen fester, also ist auch sehr, sehr lecker. Das musst du natürlich frisch kaufen oder immer so ein bisschen da haben. Und dann brauchst du einfach zwei Arten von Obst, also Äpfel oder Birne. Banane ist sehr gut, damit du den Shake ein bisschen süß machst. Zwei Arten von Gemüse, Spinat oder Salat, damit du deinen Gemüseanteil auch mit drin hast, die Vitamine, die Mineralien, die du natürlich auftanken möchtest. Und dann eine Art von Flüssigkeit, damit du die Konsistenz natürlich in deinem Shake nicht zu fest hast. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sei da kreativ. Beispiele sind Milchersatzprodukte, Hafermilch, Mandelmilch, Säfte, ein bisschen aufpassen, weil da hast du natürlich wieder viel Zucker drin. Sogar Kaffee kann man mit reinrühren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Sei da ruhig kreativ. Und wenn du möchtest, kannst du Toppings noch mit reinmachen. Kakaopulver, wenn du Lust auf Schoko hast. Eiweißpulver oder auch frische Kräuter, wenn es ein bisschen gemüsiger werden soll. Achtung, eine Gefahr ist bei dem Ganzen noch zu beachten. Und zwar der Tagesbedarf. Wenn du jetzt sehr viel Obst oder sehr viel Säfte reinmachst, dann kommst du schnell über deinen täglichen Zuckerbedarf. Also behalte das im Blick und du solltest natürlich dementsprechend auch die Mahlzeiten ausfallen lassen. Also die Mahlzeit wirklich ersetzen damit. Tipp 3. Das passt auch gleich zum Thema und zwar geht es da um den Tagesbedarf. Den solltest du natürlich immer im Blick haben, denn da verschätzt man sich total schnell. Es geht super schnell, dass man einfach zwischendurch immer irgendwas reinhaut und das gar nicht so wirklich bemerkt. Oder auch bei den Smoothies, dass man einfach zu viel Zucker mit reinrührt, zu viel Säfte, zu viel Obst und da einfach einen hohen Kalorienzuschuss dann bekommt. Daher nutze einfach die Möglichkeit und gib einfach mal alles, was du so isst und alles, was du so den Tag zu dir nimmst, in eine App ein oder schreib es alternativ auch einfach auf. Ich weiß, es macht viel Arbeit, aber es lohnt sich wirklich total, weil dadurch bekommt man mal eine Übersicht über die ganzen Nährstoffe und über die ganzen Dinge, die man so zu sich genommen hat. Und es hat auch einen psychologischen Effekt, denn dadurch, dass ich alles wahrnehme, was ich esse, werde ich mir darüber bewusst, was ich überhaupt den ganzen Tag so in mich reinschmeiße, weil oft sind wir uns da gar nicht bewusst. Und dann verändert sich automatisch schon das ganze Bewusstsein und das Verhalten. Der nächste Tipp für dich und der letzte auch gleichzeitig ist, Alternativen zu suchen für die Dinge, die du gerne isst und die du vielleicht nicht mehr so oft essen möchtest. Es gibt wunderbare Alternativen. Im Internet hast du so viele Möglichkeiten, danach zu schauen. Zum Beispiel kannst du Milchersatzprodukte nehmen. Du kannst Zuckerersatzprodukte nehmen. Statt Süßigkeiten gibt es ganz viele süße andere Dinge, die du nehmen kannst. Es gibt Rezepte für Low-Carb, Kuchen, Low-Carb-Gerichte, für Low-Carb-Marmelade und es gibt sogar auch Low-Carb-Nudeln und sogar Eis kannst du selber machen aus gefrorenen Bananen. Es ist total lecker. Und sogar Schokolade kannst du durch echten Kakao oder einem Schoko-Eiweiß-Shake ersetzen. Und der letzte Tipp und besonders wichtig für die langanhaltende Ernährungsumstellung sind Rezepte. Probiere neue Rezepte aus mit den Dingen, die du gerne isst. Schau im Internet danach und wichtig auch, schreib sie auf. Mach dir ein eigenes Rezeptebuch mit deinen Sachen, die du total lecker findest und mit deinen Dingen, die du ausprobiert hast und wo du dir vorstellen kannst, dass du die auch öfters essen möchtest. Denn Essen muss etwas Positives sein für dich. Es muss Spaß machen, es muss Lust bringen. Sonst wirst du es nicht lange durchhalten. Das ist besonders wichtig.
freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und bis zum nächsten Mal, bis zum zweiten Teil. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Danke fürs Zuhören.